Im mittelalterlichen Franken ging es beschaulich zu. Der Bauer bestellte sein Feld, vor dem Winter musste das Getreide eingeholt und Feuerholz geschlagen werden, und wenn man Ambitionen hatte, nahm man sich vor, Geld für einen warmen Mantel zu sparen. Eine Zeit, in die sich viele Menschen gerne gedanklich flüchten, um dem stressigen Alltag der Social-Media-Ära zu entfliehen. Die Beliebtheit von Spielen mit Mittelalter-Setting ist kein Wunder. Allerdings sind die meisten davon nicht besonders authentisch. Im Aufbaustrategiespiel Manor Lords sieht das ganz anders aus. Die Straßen des Königs sind nicht schnurgerade, liegt ein Hindernis im Weg, muss der Pfad eine Biegung machen. Hier stehen keine bunten Häuser, die zwar nett aussehen, aber so gar nicht in die karge Zeit passen. Und vor allem gibt's keine fantastischen Elemente wie Drachen, die das fränkische Hinterland durchstreifen. Manor Lords wird zum größten Teil von einem Entwickler gestemmt. Zusammen mit einigen Kollegen baut Slavic Magic seit Mitte 2017 an der Simulation. Seine Freunde helfen ihm zum Beispiel mit Motion Capture Aufnahmen, Designs, Musik und einem geschärften Blick für historische Akkuratesse. Dass hinter dem Spiel ein so kleines Team steckt, merkt man Manor Lords in keiner Weise an. Das Spiel ist sehr hübsch, besonders für Aufbaustrategieverhältnisse. Die Unreal Engine 4 zaubert wunderschöne Landschaften, die nicht nur herausgezoomt toll aussehen. Wenn man möchte, kann man sogar als stolzer Lord durch die opulente Siedlung flanieren. Da werden sogar manche Third-Person-Spiele gelb vor Neid. Das Grundgerüst von Manor Lords ist bisher noch nichts Besonderes. Allerdings unterscheidet sich das Spiel in der Art und Weise, wie es umgesetzt wurde. Ihr errichtet wie gewohnt Holzfällerhütten, um Rohstoffe für den Bau eurer Siedlung zu generieren. Allerdings merkt ihr schon nach dem ersten Bauauftrag, dass Dinge in diesem Spiel anders laufen. Die schweren Stämme, die für die mittelalterlichen Hütten genutzt werden, müssen erst von Ochsen an die Baustelle gezogen werden. Eigentlich logisch, denn für einen Menschen wäre ein Baumstamm viel zu schwer. Trotzdem denken andere Aufbauspiele an so ein Detail oft gar nicht. Dieser Umstand ist außerdem strategisch relevant, denn zu Spielstart besitzt ihr nur ein Tier. Bis eure Siedlung Handel treiben kann und ihr die Möglichkeit habt, weitere Tiere zu importieren, muss euer einsamer Ochse alle Baumstämme allein transportieren. Und das beschränkt sich nicht nur auf die Beförderung zu den Baustellen. Nachdem euer Holzfäller einen Baum im Wald geschlagen hat, muss der auch erstmal ins Lager gebracht werden. Gebäude ploppen nicht einfach von Zauberhand auf, wenn sie platziert werden, oder entstehen innerhalb weniger Bauphasen. Jeder einzelne Balken, von den tragenden Pfeilern über Fenster und Dachlatten, erscheinen nacheinander in der richtigen Reihenfolge. So entsteht der Eindruck, dass wirklich etwas errichtet und nicht nur ein fertiges Modell in die Landschaft gepflanzt wird. Manche Gebäudearten entstehen sogar noch organischer, zum Beispiel die Wohnhäuser eurer Siedler. Jede Familie benötigt ein eigenes Heim. Mit 4 Punkten legt ihr ein Grundstück fest, auf dem die Hütte errichtet wird. Dabei schmiegen sich Wegpunkte an bereits bestehende Straßen, und auf großen Feldern können zusätzliche Objekte wie ein Hühnerstall oder ein Gemüsebeet angelegt werden, die dann von der Familie des Hauses bewirtschaftet werden und deren Produkte in den Warenkreislauf des Dorfes Einzug halten. Eure Bewohner haben Bedürfnisse, die ihr befriedigen müsst. Manche davon wie Essen, Wasser oder Brennstoff sind überlebenswichtig, andere sorgen dafür, dass ihr im Ansehen der Bevölkerung steigt und Wohngebäude weiter ausbauen könnt. In unserer Demo diente der Ausbau nur dazu, dass sich die Gebäude optisch verändern und wir ein Ziel vor Augen hatten, auf das wir zusteuern. Im fertigen Spiel dienen ausgebaute Häuser reichen Bevölkerungsgruppen als Wohnstätte. Durch die nicht an das Raster gebundene Verteilung von Gebäuden und die freisetzbaren Straßen wächst eure Siedlung natürlicher als in anderen Aufbauspielen, deren Wegenetze und Wohnblöcke oft an die mit dem Lineal gezogenen Layouts amerikanischer Großstädte erinnern. Manor Lords ist etwas für Aquariumgucker, die sich an ihrem kleinen Dorf minutenlang erfreuen können, ohne eine einzige Aktion zu vollführen. Besonders die Warenketten leisten in guter, alter Siedlertradition ihren Beitrag. Ein Laib Brot ist nicht nur eine einfache Zahl, die mit einem Klick auf das Warenhaus angezeigt wird und nach dem Konsum durch einen fiktiven Bewohner wieder verschwindet. Waren existieren tatsächlich in der Spielwelt und müssen transportiert und weiterverarbeitet werden. Von der Ernte einer Getreideähre bis zum Brot auf dem Esstisch eines Bürgers ist es ein weiter Weg, den ihr Schritt für Schritt auf dem Bildschirm verfolgen könnt. Zunächst müsst ihr erstmal ein Feld anlegen. Ihr solltet euch vorher überlegen, welche Sorte Getreide ihr anbauen wollt, denn die Fruchtbarkeitsunterschiede des Bodens in eurer Region wirken sich auf den Ertrag aus.
Im Bauernhaus in der Nähe des Felds wählt ihr aus, wie viele Arbeiter ihr beschäftigt, was angebaut werden soll, ob früher als geplant geerntet wird, sich der Boden eine Saison lang erholen soll und sogar, ob das Feld niedergebrannt wird. Nachdem die Feldarbeiter den Boden gepflügt, die Saat ausgebracht und die Ernte eingefahren haben, bringen sie das Getreide zunächst in einen Anbau des Hauses, in dem die Früchte gedroschen werden, um die Körner vom Spreu zu trennen. Der Weizen muss dann zu einer Mühle gebracht werden, in der er zu Mehl gemahlen wird. Das landet anschließend in der Bäckerei, wo das Brot gebacken wird. Aber bevor der Laib beim Bürger ankommt, muss er noch ins Lager gebracht werden, wo ihn Händler abholen, die ihn dann auf dem Markt an die Bevölkerung verteilen. Auf dem Weg der Verarbeitung wechselt das Produkt immer wieder seinen Zustand. Von der Feldfrucht zum Korn, zum Mehl und letztlich zum Brot, das dann verzehrt wird. Die Verarbeitung von Weizen zu Brot hat bis jetzt die meisten Zwischenschritte, die ihr beobachten könnt. Allerdings dürft ihr auch bei der Produktion von Leder, Bier, Wolle und allen anderen Erzeugnissen das Gewusel beobachten. Ein stolzer Lord thront aber nicht in einem fernen Land, sondern zieht in ein eingezäuntes Herrenhaus im Dorf. Hier werden Verwaltungsgebäude wie der Steuereintreiber errichtet, es dient auch zur Verteidigung. In der aktuellen Version der Demo hat das jedoch nicht viel Nutzen. Kampfmechaniken kommen erst später ins Spiel, aber die sollen es in sich haben. Der Entwickler verspricht groß angelegte Kämpfe im Stil von Total War. Dabei finden die Auseinandersetzungen aber nicht auf extra angelegten Schlachtfeldern statt, sondern auf der Karte, auf der ihr eure Siedlungen errichtet. Auch über Burgenbau, Kavallerie und sogar Seeschlachten wird nachgedacht. Die sollen aber erst viel später den Weg ins Spiel finden, wenn das Grundgerüst steht. Dasselbe gilt für einen Multiplayer-Modus. Slavic Magic hat alle Hände voll, mit der Einzelspieler-Sandbox zu tun, schließt aber Mehrspielerinhalte und eine Kampagne nicht aus. Wer am liebsten alleine vor sich hinsiedelt und keine Lust auf Kämpfe hat, für den steht ein Pazifisten-Modus zur Verfügung. Auch ein Tech-Tree mit verschiedenen Spezialisierungen soll ins Spiel kommen. Slavic Magic baut dabei voll auf die Community. Auf dem Discord-Server können Fans Vorschläge einreichen, die es mit ein bisschen Zeit und Glück ins Spiel schaffen. Außerdem wird es Mod-Support geben. Manalots ist noch sehr unfertig. An vielen Stellen begegnen euch Platzhalter. Die Wegfindung der Dorfbewohner ist nicht optimal und überall trifft man auf Bugs. Für eine erste Demo eines mehr oder weniger Ein-Mann-Projektes macht das Spiel aber unglaublich viel Spaß. Manalots könnte die Erlösung für alle von Ubisoft geschundenen Siedlerfans werden, wenn der Entwickler den Weg weitergeht, den er bislang beschritten hat. Die Demo ist inzwischen nicht mehr auf Steam erhältlich. Wann eine Early Access Phase startet oder das Spiel fertig sein wird, ist noch nicht bekannt. Dann jedenfalls soll es voraussichtlich für einen Preis von 25€ erhältlich sein, mit einem Discount zum Start der Early Access Phase. Baut ihr am liebsten eine friedliche kleine Stadt und erfreut euch daran, wie sie aufblüht, oder motiviert euch ein auf Schlachten basiertes Gameplay? Verratet es uns in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und ein Like. Und für alles Weitere aus der Welt der Videospiele besucht uns auf pcgames.de. Dort findet ihr auch unseren neuen Podcast.